Muss mir erstmal überlegen, wie ich da reinkomme. Torschlüssel. Vielleicht da? Nein. Hier? Das haben wir schon geguckt. Das ist ein Radio, was nicht funktioniert. Dann bleibt nur noch fast die Hütte hier vorne. Und Zeit für was zu essen. Ich dachte gerade, es wäre einfach nur aufgemalt gewesen, so aus dieser Perspektive. Essen wir mal ein paar Müsli-Riegel. Ne, ich habe die Waffe gar nicht mehr dabei. Die wir gesammelt hatten. Trinken da. Für die Sachen verbrauchen, die wir nie wieder finden werden. Beziehungsweise gewichtlos werden. Ich meine, Wasser schmelzen kannst du jederzeit, das ist jetzt keine Kunst. Das kannst du jederzeit. Ah, das war ducken. Hier ist eine Kiste. This will come in handy. Lecker Hundefutter, irgendwelche Sachen, die wir eh nicht lesen können. Schublade. Nix drin. Spind. Den nehmen wir doch. Oh, aufstemmen. Ich vergesse mal, dass man dann einfach gedrückt halten kann. Hope nobody needs this anymore. Die nehme ich mit. Fängt an zu schneien, das ist doof. Carter Dan. This place has seen better days. Oh ja, definitiv. Die ganzen Sachen, die hier rumliegen. Jetzt sich die Mühe gemacht, die hinzulegen. Neuer Ort entdeckt. Carter Staudamm. Hat der Typ hier mal gearbeitet? Oder also der, den wir da verdoktern sollen? Hätte sich die Mühe, mal diese dicken Maschinen hier alle hinzustellen. Das muss doch Riesenarbeit gewesen sein. Ja. Haupteingang. Mal schauen, was da drin so alles Gutes findet. The old trapper gets sick and dies. What he knows will die with him. Suche nach medizinischen Vorräten, die dem alten Pelzjäger helfen können. Alles klar. Okay, Lichter, der wahrscheinlich eh nicht funktionieren wird. Blumentopf, der am Schrank steht. Fangen wir mal Mülleimer an. I
think I can use this. Okay, wir können es mitschleppen. Schon ein bisschen besser. Den Hinterland Tasse Kaffee. Tasse Kaffee, genau. Kaffeetasse so. Huch. What the hell happened here anyway? Control room. That sounds promising. Looks like this thing isn't opening unless I can get the power working again. Maybe the Trapper knows more about it. I better find those first aid supplies and get back to him. Okay. Ich dachte jetzt erstmal. Ich hoffe, dass zwischen ist die Lampe, die ich in der Hand habe. Und nicht irgendein Gastank, der hier raus ist und die fliegt gleich in die Luft. No trespassing. Wenn die doch bestimmt irgendwo einen Erste-Hilfe-Raum haben. Viele Kameras. Ist ja ganz schön tief runter. Oh, da liegt jemand. Eine gefrorene Leiche. Hope I can still eat this. Da hinten ist alles verschüttet. Water main shut off. Valve keep clear at all times. Ja, genau. Haben sehr gut gemacht. Weil ich mich frage, wie der Mensch gestorben ist, weil er hier unten der liegt, hier dürfte es jetzt nicht so arschkalt sein, dass man erfriert. Außer er war vorher schon tot. Ich hätte diese wunderschönen gekachelten Texturen. Ich auch. Spinde. Gucken wir doch mal. I could use this. Das Knatschen ist nicht ganz vertrauenserweckend, muss ich sagen. Angelzeug, das klingt vielversprechend. Da kann ich was anfangen, hab ich. Nee, die Kiste sag ich jetzt nicht. Wahrscheinlich hängt hier irgendwo an der Wand ein Erste-Hilfe-Schrank, die sehe ich gerade einfach nur, weil ich mega blind bin. So eine Kiste, wie sie bei der grauen Mutter rumstand. Glaube ich, unsere Axt drin war die erste, die wir hatten. Irgendeine Spinntür rum. Ganz viele tolle Hinweise, was man hier alles nicht darf. Wir rennen hier mit einer Öllampe rum. Admin Office Elevator. Hier wird auch ohne Strom nicht gut funktionieren, nehme ich an. Häusler. Sicher überrascht es sie nicht, dass ein rentabler Betrieb des Kraterstaudamms seit den zunehmenden seismischen Aktivitäten auf der Insel nahezu unmöglich ist.
Zudem haben wir aufgrund des kürzlich aufkeimenden Ökoaktivismus, oder nennen wir das Kind beim Namen Terrorismus, mit neuen Risiken zu kämpfen, die die Sicherheit der Anlage und Arbeiter gefährden. Aus diesem Grund muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich nach Jahren der Modernisierungsversuche und allen Leiden furchtloser Bemühungen des namengebenden Erbauers Richard Carter vor so vielen Jahrzehnten leider ebenfalls die Segel am Carter-Staudamm streichen muss. Mein Ehrgeiz ist es einfach nicht wert, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen. Alle Arbeiter werden weggebracht, sobald wir ihre Sicherheit gewährleisten können. Achten Sie bitte dahin, bitte auf verdächtige Aktivitäten in und um den Damm herum. Die sogenannten Waldflüsterer sind immer noch in diesem Gebiet aktiv. Vielen Dank für Ihr Engagement für unsere Sache. Hochachtungsvoll, Robert Clark, CEO Carter Hydro Energy. Ah, mal diese Öko-Fritzen hier. What have we here? Mehr große Zettel in den Aktenschränken. Ich wollte sagen, wenn das jetzt funktioniert, hätte ich mich gewundert. Da waren wir eben drin. Da kommen wir nicht rein. Der Turbine Room, der ist ja verschlossen. Oh! Das sieht vielversprechend aus. Ich muss mal oben gucken. Aid Station. Ah, here it is. Medizinspiel brauche ich einen Schlüssel für. Geil. Schublade durchsuchen. Nein, Papier möchte ich jetzt ungern mitnehmen. Also so ein Erste-Hilfe-Schlüssel nicht irgendwo klar sichtlich rumliegen oder rumhängen? Nein, das ist mal in einem Notfall. Could end up being useful. So, irgendwie so direkt daneben hätte ich es eigentlich eher gedacht, aber. Offensichtlich nicht so ganz. Verwaltungsraumschlüssel. Wetten, ich muss den Verwaltungsraumschlüssel finden, damit ich den First Aid Kastenschlüssel irgendwo finde. Die Tür geht nicht auf, das ist ein rotes Telefon, direkt zum Präsidenten. Ich will jetzt nicht so viele Bücher wieder mitschleppen. Ich habe eh schon viel zu viel Zeug dabei. Mal schauen, ob wir den Spinden irgendwo wieder Schlüssel finden. Nö. Komisch, warum können wir den hier eigentlich aufstemmen, aber den anderen nicht? Den First Aid Schrank. Das wird kommen, Handy. Die Schrift dieser Notiz deutet darauf hin, dass der Verfasser in Eile war. Ich habe sie in der Höhle versteckt. Geh aus dem Damm und dann den Fluss entlang. Bei der Lichtung mit dem Hochsitz findest du eine Höhle.
wen oder was hat er da versteckt? Sag mal nicht, dass ich da den Kackschrank für den First Aid Dings funktioniert, weil das wäre so richtig dumm. Wenn es in dem Tempo weitergeht, ist der Typ tot, bevor wir wieder da sind. Schau, ob sich hier oben irgendwas finden lässt. Nein. Nur verschlossene Türen. Mal schauen, was wir unten finden. Wieder verschlossene Türen. Aber wir sind müde. Hier Standort. Sieht auch nicht so aus, wenn sie noch so viel Luft hätte. Ein paar Sachen essen, bevor wir schlafen gehen. Die Einmann-Ration, dass ich mir für Notfälle, wirklich für mich absolute Notfälle, darüber, wenn ich überhaupt nichts anderes mehr habe. Dunkel. Ich hoffe, wir erfrieren da jetzt nicht gleich, das wäre nämlich ziemlich doof. Hat der eigentlich jetzt Dings auf der Karte markiert, die im Aussichtsturm sollte hier irgendwas sein. Wo war der Zettel noch?
Ah, hier war er. Achso, muss es mitnehmen für den Tagebucheintrag, okay.